Am 3. Mai 1984 stürmt ein maskierter Mann kurz vor der Mittagspause in die kleine Filiale der Volksbank in Burgstetten-Erbstetten und zertrümmert mit einem Vorschlaghammer die Scheibe des Bankschalters. Die Angestellte kann in eine Wohnung über der Bank flüchten. Der Täter springt hinter die Theke und steckt in aller Eile das dort befindliche Bargeld ein. 4.790 D-Mark beträgt die Beute. So schnell wie er erschienen ist, verschwindet der Mann wieder, wobei er den Vorschlaghammer am Tatort zurücklässt und er flüchtet mit einem weißen BMW 520i mit Aschaffenburger Kennzeichen. Am selben Nachmittag wird 12 Kilometer entfernt, auf einem Parkplatz bei Marbach am Neckar, die Leiche des Fahrzeughalters gefunden. Der 47-jährige Vertreter Siegfried P. wurde mit einem Schuss ins Gesicht auf grausame Weise regelrecht hingerichtet. Nahezu zeitgleich mit dem Fund der Leiche wird auch der weiße BMW, verlassen in einem Feld, von einer vorbeifahrenden Streife entdeckt. In der Bankfiliale werden unterdessen die Spuren gesichert. Hierbei wird festgestellt, dass sich der Täter an den Glassplittern verletzt hatte, denn es können am Stiel des Vorschlaghammers und an einer Scherbe Blutspuren gesichert werden. Schnell können das gefundene Fahrzeug und der Mordfall mit dem Banküberfall in Verbindung gebracht werden. Auch der Fundort der Leiche wird eingehend untersucht. Dem Opfer wurde aus einer Entfernung von maximal 30 cm direkt ins Gesicht geschossen. Der Täter muss die Waffe erst unmittelbar vor seinem Opfer stehend gezückt und sofort abgefeuert haben. Trotz der gesicherten Spuren und einer Täterbeschreibung, welche anhand der Aussage der Bankangestellten angefertigt wurde, ergibt sich in den nächsten Wochen keine heiße Spur. Am 21. Dezember 1984 lenkt der in Nürnberg lebende Engländer Richard W. seinen grünen VW Golf morgens um kurz nach 10 Uhr auf einen abgelegenen Parkplatz namens Rohrtäle in der Nähe von Großbottwar. Der Mann ist auf der Durchreise in die Schweiz, wo er bei seinen dort wohnenden Eltern ein paar Tage Urlaub machen will. An diesem Vormittag ist hier auf diesem Rastplatz keine Menschenseele zu sehen. Doch dann kommt ein Mann auf Richard zu, der unmittelbar vor ihm stehen bleibt, eine Pistole zückt und ihm ins Gesicht schießt. Wenige Tage später hält der grüne VW Golf in der Nähe einer Filiale der Volksbank in Kleebronn, 25 Kilometer vom Parkplatz Rohrtäle entfernt, an. Und dies wird von einem Rentner-Ehepaar vom Fenster ihrer Wohnung aus beobachtet, die den Besuch ihres Neffen aus Nürnberg erwarten und nun den Wagen mit Nürnberger Kennzeichen für den ihres Neffen halten. Der Rentner vermutet, dass der Neffe die Adresse sucht und läuft nach draußen zu dem Auto. Doch als er sich dem Wagen nähert, gibt der Fahrer Gas und rast davon. Am 28. Dezember 1984 stürmt ein maskierter Mann in die Filiale der Volksbank in Kleebronn. Mit einem Vorschlaghammer schlägt der Mann ein Loch in das Sicherheitsglas der Tür, die zum Kassenbereich führt. Dann hält er eine Pistole durch das Loch und bedroht damit den Filialleiter und eine Angestellte. Er zwingt den Filialleiter zuerst die Tür und anschließend den Tresor zu öffnen. Der Täter stopft das Geld, diesmal knapp 80.000 Mark, in eine mitgebrachte Tasche und verschwindet in Windeseile aus der Bank und dann mit dem grünen VW Golf aus dem Ort. Hierbei wird er von einem Zeugen beobachtet, der sich das Kennzeichen des Fahrzeugs merkt. Sofort wird eine Ringfahndung eingeleitet, bei der das Fluchtfahrzeug schon bald in einem Nachbarort verlassen aufgefunden wird. Vom Täter fehlt jedoch jede Spur. Aufgrund der deutlichen Parallelen mit dem Fall aus dem Mai 1984 wird in beiden Fällen von ein und demselben Täter ausgegangen, obwohl im zweiten Fall bisher noch keine Leiche gefunden wurde. Bei der Durchsicht aktueller Vermisstenfälle stößt man dann aber auf den Halter des grünen Golf, Richard W., dessen Eltern ihn als vermisst gemeldet hatten, nachdem er nicht vereinbarungsgemäß bei ihnen in der Schweiz eingetroffen war. Am 30. Dezember findet ein Jogger die mit Laub notdürftig versteckte Leiche des ermordeten Richard in dem Wald, der direkt an den Parkplatz angrenzt. Die bereits gebildete Soko Hammer wird mit weiteren Beamten auf insgesamt 90 Personen aufgestockt und man bezieht Räume in einem Schulzentrum, die als Kommandozentrale dienen. Durch die Aussagen der Bankangestellten kann der Täter genauer beschrieben werden. Er soll 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß und schlank sein und braune Augen haben. Besonders ist den Zeugen die auffällige Fußstellung des Täters im Gedächtnis geblieben, der zudem einen leichten Watschelgang hatte.
Auch der Parkplatz Rohrtäle wird genauestens untersucht und man findet zunächst in der Nähe des Leichenfundortes eine große Anzahl an Nägeln. Wahrscheinlich hatte der Täter diese hier absichtlich verstreut, um die Suche nach der Patronenhülse zu erschweren. In der Presse macht der Fall bzw. machen die beiden Fälle große Schlagzeilen. Der unbekannte Mann wird in der Presse der Hammermörder genannt, obwohl der Vorschlaghammer ja nur bei den Banküberfällen und nicht bei den Morden zum Einsatz gekommen war. Aber wie so oft verselbstständigen sich derartige Begriffsfindungen auch in diesem Fall und so ist in der Folge immer wieder vom Hammermörder die Rede. Die Stimmung in der Bevölkerung ist extrem angespannt. Man traut sich nicht mehr, alleine auf einem Parkplatz anzuhalten oder allein im Wald spazieren zu gehen. Landwirte trauen sich nicht mehr, ihre Felder allein zu bestellen und lassen sich von Nachbarn oder Freunden begleiten. Das Forstamt gibt gar die Anweisung an Waldarbeiter heraus, dass keiner von ihnen alleine arbeiten darf, sondern dass man mindestens zu zweit, besser noch in einer Gruppe unterwegs sein muss. Aufgrund verschiedener Umstände ist die Polizei personell nicht in der Lage, nun sämtliche abgelegenen Parkplätze zu überwachen und flächendeckend Kontrollen durchzuführen. Immer wieder müssen Beamte für die damals intensiven Demonstrationen gegen Atomkraftwerke und die Stationierung US-amerikanischer Raketensysteme abkommandiert werden, sodass für flächendeckende Kontrollen schlichtweg das Personal fehlt. Am Fundort der zweiten Leiche wird trotz der erschwerten Suche durch die verstreuten Nägel schließlich doch noch die Patronenhülse gefunden. Die Untersuchung derselben bringt ein für die Ermittler schockierendes Ergebnis zutage. Bei der Tatwaffe handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Polizeipistole Walther P5, mit der die Polizei in Baden-Württemberg zu dieser Zeit ausgerüstet ist. Kann es tatsächlich sein, dass der Täter aus den eigenen Reihen kommt? Dieser Verdacht wird dadurch gestützt, dass die Banküberfälle jeweils zur Zeit des Schichtwechsels und an den Grenzen verschiedener Zuständigkeitsbezirke der Polizei stattgefunden hatten. Dies verschaffte dem Täter einen gewissen Zeitvorsprung, bevor Fahndungsmaßnahmen effektiv greifen konnten. Auch das Verstreuen der Nägel am zweiten Tatort könnte darauf hindeuten, dass der Täter gewusst hat, dass die Patronenhülse die Fahnder auf seine Spur bringen könnte. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, ja es ist sogar durchaus wahrscheinlich, dass der Täter selbst Polizeibeamter ist. Diese Erkenntnis gelangt jedoch zunächst nicht an die Öffentlichkeit. Jede Feuerwaffe hinterlässt beim Abfeuern an der Patronenhülse ihre eigene Charakteristik in Form von winzigen Riefen, die ähnlich einem Fingerabdruck eine eindeutige Zuordnung von Waffe und Projektil ermöglichen. Es ist also festzustellen, aus welcher Waffe dieses Projektil abgefeuert wurde. Zu diesem Zweck findet die größte sogenannte Beschussaktion der deutschen Kriminalgeschichte statt, in deren Verlauf mehr als 12.000 Dienstwaffen beschossen werden. Man macht also Schussproben und prüft, ob die Spuren an der Patronenhülse mit denen an der am Tatort gefundenen übereinstimmen. Mehrere Monate dauert diese Untersuchung an. Man beginnt in den Polizeidirektionen Heilbronn, Ludwigsburg und Waiblingen, also in den Gebieten, in denen der Hammermörder seine Morde und Raubtaten begangen hatte. Doch die Zeit verrinnt, ohne dass sich eine heiße Spur ergibt. Am 5. Juli 1985 bittet die Kriminalpolizei Stuttgart in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. Den Originalbeitrag von damals verlinke ich euch unter dem Video. Entscheidende Hinweise ergeben sich durch die Ausstrahlung des Falles jedoch nicht. 17 Tage später schlägt der Hammermörder erneut zu. Am 22. Juli 1985 hält ein schwarzer Golf GTI vor der Filiale der Volksbank in Spiegelberg, etwa 25 Kilometer vom Ort des ersten Banküberfalls entfernt. Ein maskierter Mann steigt aus, in der Hand hält er einen Vorschlaghammer. Doch er wird bereits wahrgenommen. Der Filialleiter der Bank, der zufällig in diesem Moment aus dem Fenster schaut, sieht den Mann mit dem Hammer auf die Eingangstür der Bank zugehen. Sofort warnt der Filialleiter seine Angestellten und begibt sich mit ihnen in einen hinteren Raum der Bankfiliale. Als der Hammermörder die Bank betritt, ertönt auch schon der Alarm. Der Täter macht sofort Kehrt und rast ohne Beute mit dem gestohlenen Fahrzeug davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung bringt keinen Erfolg. Wieder ist der Hammermörder entwischt und den Ermittlern ist vollkommen klar, dass das Auto gestohlen war und dass es irgendwo eine Leiche geben muss. Wenige Tage später wird dann auch ein junger Mann aus der Gegend als vermisst gemeldet. Hundertschaften der Polizei suchen das Gebiet ab, können aber nichts finden.
Jedoch finden kurz darauf Arbeiter auf einem Waldparkplatz zwischen Ilsfeld und Flein die Leiche des 26-jährigen Wilfried S. Auch er wurde aus nächster Nähe erschossen. Wieder fällt auf, dass das Opfer keinerlei Abwehrbewegungen gemacht hatte und offenbar von der Tat vollkommen überrascht gewesen war. Und es erhärtet sich der Verdacht, dass der Täter ein Polizeibeamter sein könnte. Welch eine schreckliche Vorstellung, dass die Opfer nichtsahnend den Polizisten in Uniform auf sich zukommen sahen, natürlich keinerlei Verdacht schöpften und wohl erst im buchstäblich letzten Moment erkannten, dass dieser Mann es auf sie abgesehen hatte. Nach diesem dritten Mord steigert sich die Angst in der Bevölkerung noch mehr und natürlich steigt auch der Druck auf die Ermittler. Die Polizei ist mit mobilen Infoständen in der Gegend unterwegs und versucht auf diesem Wege weitere Zeugen zu finden. Der enorme Erfolgsdruck führt in der Folge zu einigen Ermittlungspannen. Im August 1985 wird ein Fahndungserfolg gemeldet. Ein junger Polizeibeamter ist unter dringendem Tatverdacht verhaftet worden, heißt es, und tatsächlich präsentiert man der Presse den vermeintlichen Täter. Der junge Polizist habe auffällig viel Geld besessen und habe sich verdächtig verhalten. An dem Tag, an dem er seine Dienstwaffe zum Beschuss abgeben sollte, sei er nicht zum Dienst erschienen. Und eine Ähnlichkeit mit einem der inzwischen zahlreich vorhandenen und unterschiedlichen Phantombilder sei auch nicht von der Hand zu weisen. Bevor dieser Mann überhaupt einer Befragung unterzogen wird, sind sein Name und sein Foto bereits an die Presse durchgesteckt. Der junge Mann mit italienischen Wurzeln befindet sich nämlich gerade bei seiner Familie in Italien. Dort bekommt er mit, dass er in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben ist und kehrt unmittelbar zurück, um die Sache aufzuklären. Seine Waffe wird untersucht und auch eine Blutprobe gibt der Mann ab und schon bald ist klar, dieser Mann kann nicht der gesuchte Täter sein. Durch diese Aktion dringt überhaupt erst an die Öffentlichkeit, dass die Polizei in den eigenen Reihen nach dem Täter sucht. Und die Verunsicherung der Bevölkerung steigert sich nochmals. Kann man jetzt selbst einem Polizisten nicht mehr trauen? Läuft da draußen irgendwo ein Polizist herum, der in seiner Uniform zunächst den Anschein macht, als wolle er eine Kontrolle durchführen und der dann kaltblütig Menschen erschießt? Auch für die Soko Hammer eine schwierige Situation, da sich inzwischen auch das Innenministerium einschaltet und zusätzlich Druck macht. Am 27. September 1985 wird die Raiffeisenbank in Rosenberg überfallen. Rosenberg liegt etwa 70 Kilometer vom ersten Tatort Burgstetten entfernt. Dieser Überfall läuft anders als die bisher bekannten Überfälle des Hammermörders ab. Ein Mann betritt die Bank, maskiert sich erst in der Bank und hat auch keinen Vorschlaghammer dabei. Der Täter nimmt einen Kunden als Geisel und erpresst so eine Summe von 11.000 D-Mark von der Bank. Anschließend flüchtet er mit dem Fahrzeug des Bankkunden. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Täter erst in der Bank maskiert hatte, können Zeugen eine sehr genaue Beschreibung des Täters abgeben. Der Mann wird als stämmig mit Bauchansatz beschrieben, er soll schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und markant dicke Augenbrauen haben. Aufgrund der Entfernung des Tatortes, des vollkommen anderen Tatablaufs und der abweichenden Beschreibung des Mannes wird dieser Überfall vom Ermittlerteam nicht dem Hammermörder zugeschrieben. Der Beschuss und die Überprüfung der Dienstwaffen ist derweil weiterhin im Gange und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Im Zuge der Ermittlungen in einem anderen Fall werden einen Tag nach dem Banküberfall in Rosenberg, also am 28. September 1985, im Ludwigsburger Bahnhof Schließfächer kontrolliert. Hierbei findet man in einem der Schließfächer eine Polizeiuniform, die Verpackung einer Sturmhaube und einen an einen Polizeikollegen, einem gewissen Norbert, adressierten Brief. Diese Funde sind an sich noch keine konkreten Hinweise, aber doch Grund genug, diesen Norbert einmal näher zu betrachten. Norbert Pölke heißt er, ist Anfang 30 und Familienvater und bei seinen Kollegen als sympathischer, lustiger Typ bekannt. Er arbeitet bei einer Hundestaffel der Polizei in Stuttgart-Mühlhausen und gilt als zuverlässiger und hilfsbereiter Kollege. Soweit das Bild nach außen. Hinter den Kulissen sieht vieles ganz anders aus, dazu gleich mehr. Norbert Pölke wird von den Ermittlern befragt und hat eine Erklärung dafür, dass er seine Uniform in einem Schließfach deponiert hatte. Er habe nach Dienstschluss zum Geburtstag seiner Schwiegermutter fahren und die Uniform nicht dorthin mitnehmen wollen. Die Überprüfung beim Einwohnermeldeamt ergibt, dass Norbert Pölkes Schwiegermutter tatsächlich an diesem Tag Geburtstag hatte. Ob Pölke bei dieser Feier zugegen war, wird hingegen nicht überprüft.
Die Ermittler erbitten aber Norbert Pülkes Dienstwaffe, die nun, wie schon Tausende zuvor, beschossen und untersucht werden soll. Das Ergebnis wird aber ein paar Tage auf sich warten lassen. Zudem fordern sie Pülke zu einer Blutprobe auf, geben sich aber mit seiner Antwort zufrieden, dass er diese lieber bei seinem Hausarzt durchführen lassen wolle. Nach diesem Wochenende meldet sich Norbert Pülke krank. Die geforderte Blutprobe lässt er freilich nicht durchführen. Auch weiß er, dass seine Dienstwaffe ihn früher oder später verraten wird. Geboren am 15. September 1951 wächst Norbert Pülke in Geisingen in einer Familie auf, die eher im Abseits der Gesellschaft lebt. Seine aus Ostpreußen stammenden Eltern bleiben in der Gegend fremd. Und das überträgt sich auf ihren Sohn, der als Schulkind nur schlecht Anschluss findet. Die Familie gilt als asozial und andere Eltern sehen es nicht gern, wenn ihr Kind mit Norbert Pülke spielt. Den Respekt seiner Mitschüler verschafft er sich schließlich über Mutproben, bei denen Norbert immer einen Schritt weiter geht als die anderen Jungen. So springt er im Schwimmbad einmal vom 3-Meter-Brett, obwohl er noch gar nicht schwimmen kann. Später zeltet er auf dem Grünstreifen einer Autobahn, um seinen Kumpel zu imponieren. So etwas wie eine heile Welt erlebt Norbert Pülke in Italien, wohin er mit seinen Eltern ab und zu in die Ferien fährt. Hier ist er weit weg von den Problemen des Alltags zu Hause. Bei seinem ersten Arbeitgeber fliegt Norbert 1970 raus, weil er unzuverlässig ist und es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Ein Jahr später bewirbt er sich bei der Polizei in Stuttgart und schafft im zweiten Anlauf die Aufnahmeprüfung. Hier bei der Polizei lernt er Ingeborg kennen, die er schließlich heiratet. So scheint sich das Leben des Norbert Pülke in geregelte Bahnen zu begeben und trotz aller widrigen Umstände hat er es irgendwie geschafft. Das Paar wohnt in einer Stuttgarter Altbauwohnung, doch als das dritte Kind unterwegs ist, wird diese Wohnung zu klein. Norbert und Ingeborg beschließen, nach Strümpfelbach zu ziehen und auf dem Grundstück seiner Mutter, diese ist inzwischen von ihrem Mann geschieden, ein Haus zu bauen. Und das Glück scheint den beiden hold zu sein, denn ein Lottogewinn von 30 bis 50.000 Mark, die Quellen geben hier unterschiedliche Beträge an, füllt überraschend die Kasse der Familie. Trotzdem wächst ihnen der Hausbau finanziell schon bald über den Kopf, zumal auch sonst an nichts gespart wird. Die Kinder sollen es besser haben als Norbert früher. Schließlich stecken die Pülkes bis zum Hals in hohen Schulden. Zum Leben bleibt der Familie monatlich nur noch ein Betrag von gerade einmal 250 Mark. Dann ereilt die Familie Pülke ein harter Schicksalsschlag. Das neue Familienmitglied, die kleine Tochter, leidet an einem Hirntumor. Geld für teure Ärzte haben die Pülkes nicht. Gegenüber einem Arbeitskollegen erwähnt Norbert Pülke einmal, dass er mit einem Arzt gesprochen habe, der zunächst 10.000 Mark haben wolle, bevor er das Kind überhaupt erstmal untersuchen würde. Im April 1984 stirbt das Mädchen. Ein Wendepunkt in Norbert Pülkes Leben? Am 21. Oktober 1985 stehen Beamte vor der Tür des Hauses der Pülkes in Strümpfelbach. Seit einer Woche hat man niemanden von der Familie gesehen und nun hat Norberts Mutter ihn gar als vermisst gemeldet. Das Beschussergebnis von Norbert Pülkes Dienstwaffe liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Da niemand öffnet und sich im Haus niemand regt, verschaffen sich die Beamten Zutritt und machen eine grauenvolle Entdeckung. Schon beim Betreten des Hauses schlägt ihnen Verwesungsgeruch entgegen. Auf der Couch im Wohnzimmer finden sie eine Decke mit einem großen Blutfleck darauf. Im Badezimmer finden sie dann die Leiche von Ingeborg. Im Obergeschoss finden sie anschließend in einem der Kinderzimmer die Leiche des 7 Jahre alten Adrian, dem älteren der beiden Söhne der Pülkes. Von Norbert Pülke selbst und von Gabriel, dem zweiten Sohn, fehlt jedoch jede Spur. Später wird rekonstruiert, dass Norbert Pülke seine erneut schwangere Frau Ingeborg am 13. Oktober 1985 erschoss, als sie auf der Couch saß. Danach trug er ihre Leiche ins Badezimmer und legte eine Decke darüber. Anschließend muss er den schlafenden Adrian in seinem Zimmer erschossen haben. Was genau der Auslöser für die Tat gewesen war, darüber kann nur spekuliert werden. Es wird für möglich gehalten, dass Ingeborg Pülke die Aktenzeichen XY-Sendung über den Hammermörder gesehen hatte und möglicherweise wusste, dass ihr Mann der Täter war. Hatte sie ihn eventuell dazu überreden wollen, sich zu stellen? Wie gesagt, wir können darüber nur Vermutungen anstellen. Den 4-jährigen Gabriel nimmt Norbert Pülke mit in sein Auto und fährt davon. Pülke fährt nach Süden über den Brenner nach Italien, wo er in seiner Kindheit unbeschwerte Zeiten verbracht hatte.
In Torrecanne in der Nähe von Brindisi machen die beiden Halt und es ist so, als seien die beiden in einem schönen Urlaub. Sie besuchen einen Safari-Park und Norbert kauft seinem Sohn einen riesigen Plüschlöwen. Hier in diesem Safari-Park entsteht das letzte Foto der beiden. Am 21. Oktober werden die beiden vom Kellner eines Restaurants gesehen, der beobachtet, wie Vater und Sohn scheinbar ziellos im Regen spazieren gehen. Später essen die beiden in genau diesem Restaurant zu Abend und der Kellner erinnert sich, dass Norbert Pölke sehr ernst gewirkt habe, so als ob er sehr schwere Gedanken habe. Einen Tag später, am 22. Oktober 1985, steht das Auto von Norbert Pölke am Strand. Ein Paar Schuhe steht draußen an der Fahrerseite, hinten auf der Ablage im Heck liegt der große Plüschlöwe. Auf der Rückbank liegt Gabriel, erschossen. Auf dem Beifahrersitz liegt Norbert Pölke. Er hat seinen Sohn und danach sich selbst gerichtet. So hat Norbert Pölke am Ende 6 Menschen und sich selbst erschossen, also seine Familie komplett ausgelöscht und 4 Banküberfälle begangen. Über die genauen Hintergründe seiner Taten wird im Nachgang viel spekuliert. Als Auslöser dürfte der Tod seiner kleinen Tochter wohl eine gewisse Rolle gespielt haben. Der Fall des Hammermörders Norbert Pölke geht in die Kriminalgeschichte ein und wird vielfach verarbeitet, unter anderem in einem Film aus dem Jahre 1990. Erwähnenswert ist aber auch, dass in der Nachbetrachtung seitens der Polizei zahlreiche gravierende Fehler bei der Ermittlungsarbeit eingeräumt werden. So hätte aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest verhindert werden können, dass Pölke seine eigene Familie und sich selbst töten konnte, wenn man nach dem Fund im Schließfach akribischer und stringenter nachgeforscht hätte. Dies räumt der damalige Leiter der Soko Hammer, Gerd Bornschein, in einer Fernsehdokumentation ein. Mögen die Opfer des Norbert Pölke in Frieden ruhen. Ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Dabeisein und wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Video.